So, weiter geht's mit neuen Runde Flive. Wir sind auf Prologic Flive. Ich wollte eigentlich gerade noch mal eine Runde Ignite aufnehmen und ein bisschen Dungeons farmen, aber da war aktuell gerade keiner ready. Was auch vollkommen okay ist. Und ich muss erstmal warten. Das muss ich sagen, finde ich echt geil auf diesem Server hier. Ich meine, es ist natürlich kein krasses Feature, aber ich finde es einfach geil. Du siehst, du wirst erinnert, hier und so, hier musst du warten, dann kriegst du das und das. Das ist halt einfach echt cool gemacht. Somit ist der erste Weg, den man geht, wenn man auf den Server kommt, erstmal zur Bauseite. Also, wenn es gerade ein paar andere Admins schauen, das ist wirklich was, wo man wirklich Leute zum Bauten kriegt. Das ist wirklich halt cool. Und warte mal, bin ich in den richtigen Account eingeloggt? Ja, bin ich. Ich dachte mir gerade schon. So, jetzt muss man auch mal sagen, es gibt natürlich hier auch noch einen Vouchshop, was man natürlich auch kriegt. Amplis. Wie? So viele gibt es dafür? Alter, warte mal. Sind es wirklich fünf? Es sind wirklich fünf. Fünf Amplis? What? Fünf Stück. Fünf ganze Stück. Fünf Stück? Pro Tag fünf Stück Amplis? Ne, 10 Stück kann man sogar erwarten. Krass. Ich hau jetzt mal da mal zwei rein. Ne, vier hau jetzt mal rein. Ringmaster auch vier. Okay, wir sollten erstmal schauen, was es eine Party gibt. Partyfinder. Ja, kleines Kreuz. Toll. Toll, 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 toll. Warte mal, es kam gerade noch eine andere Party. Von. Wo bin ich denn hier gerade? Nein, das ist ja auch nicht mehr drin. Uncool. Nee, ist nicht. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier zu Kennex rein. Ja, da keine Party-Scrolls an, aber was soll's. Besser als nix. Es ist quasi nix, aber egal. So, Pet ist draußen, Stonehand ist an. Richtigen Monster mal auch. Upcut brauchen wir aktuell nicht aktivieren. Wir haben es noch aktiviert, okay. Wie viel XP kriegen wir aktuell? 11% nur? Die Party ist auf Level. Haha, geil. Can you set the party? To contribution, please. Wäre schön. Ansonsten müssen wir rausgehen. Was nicht so schön wäre. Level 62 und der levelt hier wirklich die ganze Zeit ohne. Also auf pa mit Party auf Level oder wie? Genius. Und ohne Party Scrolls. Sag bitte nicht, dass das ein langjähriger Fleischspieler ist. Wow, okay, also die Alternativen sind geil, definitiv. Das ist voll gutes Englisch. Gut, okay, ich glaube, die farmen hier irgendwas oder so, ich weiß es nicht genau, ich vermute es zumindest mal. Dem glaube ich wahrscheinlich nicht so wirklich Bock auf mich. Wobei, never mind. Ich gehe hier rein. One Love. Eine Liebe. Partyfinder. One Love. So, er hat Scrolls an. Ich bin happy. Ich bin schon wirklich happy. Endlich mal hier eine Party mit Scrolls. Alles easy. So, einmal. Ja, läuft. Ich hau das Ding einfach mal durch die Ding durch. Warum auch nicht? Okay, was kriegen wir aktuell in die XP? Wir haben aktuell 63,7%. Wir kriegen festhalten. 30%. Ist halt cool. Muss man echt sagen. Sind gute XP aktuell. Ulkui. Soll das Level Up heißen? Hungry Cruisers, Dude. Ey, Mann. Warum mache ich hier eigentlich gerade Bildposter? Naja, gut, ich sehe es mal positiv. Selbst wenn ich hier Wedge-Teil droppen würde oder könnte, wie hier gerade aktuell, würde mir nichts nutzen, weil. Was soll ich damit machen? Ich meine, bringt mir halt nichts, wegen. Naja, was soll ich damit machen? Sagen wir so.
bringen ja aktuell keine wirklich nützlichen Effekte für 1-1-Assist oder Build Poster. Deswegen scheiß drauf. Ich hoffe, ich habe ja aktuell keine Musik mehr an. Ich habe nicht mal ein Headset drauf. Nope. Ach, XP und. Wie viel was? Ach, die XP-Raten sind sogar noch erhöht. Great Opening. Ist das Event neu? Warte mal. Den Server gibt es seit einem Monat. Grand Opening müsste quasi seit einem Monat laufen. Okay, aber wenn wir hier aktuell noch doppelte XP haben, dann sind die XP-Raten aber gar nicht hoch. Wir haben hier aktuell auch nochmal doppelte Raids. Warte mal, wie würden sich das decken? Also, boah, jetzt muss ich mir überlegen. Warte mal. Wir haben hier was gehabt genau? Das ist auch anders hier. Ich bin gerade überfordert, warte mal. Wir haben vorhin letztens mal gesagt, irgendwie ungefähr zweieinhalbfache XP. Mit dem Event wären es quasi. Also, wir haben ja quasi Standard-XP, Offi-XP, 1er-Raids. Wir haben hier quasi mal verdoppelt, dann sind wir mal zumindest bei zweifachen Raids. Wobei ich glaube, es sind irgendwie so 1,5 Raids, denke ich mal. Also, gehen wir einfach mal aus von 1er-Raids. Dann wären wir bei 2er-Raids mit XP-Events. Stacken die Leute, wenn es zusammen? Ich weiß es nicht genau. Gehen wir davon aus. Sicher bin ich mir aber allerdings gerade nicht. Dann wären wir bei 4er-Raids. Im Jahr 2018 und man kann. Und das Patch steckt sich nicht selbst ein. Schlimm. Auf alle Fälle wären wir dann bei wie viel? Ja, 4er-Raids haben wir gesagt. Und mit Amplis haben wir nochmal. Ne, warte mal, das kommt da davor drauf. 6er-Raids, 12er-Raids. 12er-Raids, sind die XP dafür realistisch? Sind die XP realistisch dafür? Was meint ihr? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir kriegen wie viel die aktuell? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Sind die XP realistisch dafür? Ich glaube nicht. Oder schon? Ich weiß es nicht. Ein Wedge-Helm. Fehlt noch. Super. Dann nehmen wir mit. Dann haben wir zumindest schon mal ein volles Wedge-Set von Ringmaster. Dass mir teilweise Items nicht löschen kann, das stört mich ein bisschen. Oder habe ich gerade das Ding wirklich doppelt getroppt? Ich glaube nicht wirklich. Aber naja. So, hätten wir jetzt hier mal einen neuen Knuckle. Dann wäre es auch mal ganz schön. Da ist ein neuer Knuckle, aber nicht besser leider. So, der Flive God hat uns zumindest erhört, aber ein bisschen tauber ist, glaube ich, trotzdem. Oder kennt er einfach nicht unser Equipment, sagen wir so. So, Ringmaster Level 41. Der Ringmaster levelt irgendwie ganz schön schnell. Für die Partys auf Schaden. Naja. Gut, ich meine, oft levelt Ringmaster zu langsam. Hier Theba halb weiblich. Super, jetzt haben wir sogar. Ach nee, Theba. Ups. Hehe, ich brauche Batch. Hoppla. Aber ich finde es auch ganz cool, dass die Set-Effekte hier auf. Also, dass man hier quasi den Client auch auf Deutsch haben kann. Also, ich meine, Englisch wäre schon mal ausreichend, aber Deutsch ist natürlich auch schön. Und. Gut, andererseits mit den Set-Namen und so. Oder mit den. Ja, mit den Set-Namen. Ist es teilweise ein bisschen schwierig. Deswegen. Ja, bin mir nicht sicher. Schlecht ist es, glaube ich, nicht, wenn man es auf Englisch hat. Aber. Naja, kann man noch umstellen. Was ich auch gelesen habe in den Kommentaren. Jemand meinte, man farmt hier auf Prologic Flive die Penya, bzw. generell Geld im Tower. Also das heißt, wir sind hier wirklich sowas von extrem oldschool, dass man sogar noch wirklich Penya im Tower farmt. Das kenne ich seit. Ich weiß nicht, wann habe ich das zuletzt gesehen? Das ist schon so lange her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welcher Server das war. Also, das ist wirklich richtig oldschool. Ja, super hier runtergesprungen, läuft mir. So, 1,6k Damage. In 3 Tagen haben wir kein Pet mehr, das ist uncool. Und ein neues Pet ist sauteuer. Stamina Ring. Boom.
Erstmal 50 AP oder so mehr. Läuft schon mal gut. So, 8000 Penia ist jetzt eigentlich nicht wenig, aber wir haben kein Pet. Wir brauchen Tickets, wir brauchen generell Cash. Wir brauchen viel Cash. Und irgendwie ist es gerade schon ein bisschen belastend, dass wir hier kaum Cash kriegen. Also wir leveln aktuell wieder irgendwie schneller, habe ich das Gefühl, oder ich weiß es nicht. Es geht wieder schneller, wieder langsamer. Der Server verwirrt mich unglaublich krass. Also wir kriegen aktuell zumindest relativ safe hier unsere 20% pro Monster. Einmal steigt es, dann sinkt es wieder, dann steigt es wieder. Ich bin einfach nur verwirrt. Dieser Server verwirrt mich halt krass irgendwie. Das macht den irgendwie auch ein bisschen spannender. Aber ich bin trotzdem verwirrt und ich weiß nicht, ob ich jetzt mich darauf einstellen soll, dass die XP steigen oder sie sinken. Ich weiß nicht. Vielleicht ist irgendwie auch eine Überraschung oder so. Vielleicht auch bei jedem anders. Wer weiß. Wäre irgendwie ziemlich uncool, aber. Naja, könnte es sein. Haben wir vielleicht noch ein Ampli rein? Ich kriege jetzt so viele Amplis eigentlich, dass es irgendwie ein bisschen. Also man kann. Ich weiß nicht, warum man so viele Amplis generell kriegt, weil die XP-Raten sind echt hoch eigentlich. Und. Also, ich bräuchte die Amplis aktuell nicht. Ich meine, ich nehme die, aber. Ich bräuchte nicht. Ich habe letztens erst geschrieben, es ist mal ganz schön wieder, wenn man das Low Level genießen kann. Gut. Mit zwei Amplis pro Level ab oder so, gefühlt zumindest, kann man das Low Level jetzt nicht so wirklich genießen irgendwie. 71% Attack Speed. Dürfte auch ein bisschen mehr sein. Attack Speed wäre schön irgendwie, aber. Puh, hier ist irgendwie nicht wirklich Attack Speed an Sicht fürs Erste. Der Ringmaster levelt und levelt, das ist brutal. Ich habe letztens Gem-Buffs bekommen. Also sind das nicht Special. Jetzt kriege ich hier nur noch Assist-Teile. Ist lustig. Sind das nicht wirklich Special, aber sind halt Max, deswegen. Ja, not bad. B-Karten kriegen wir auch eine ganze Menge. Naja, gut, ein bis zwei pro Stück. Pro Art. Ist es nicht schlecht, aber. Muss sagen, eigentlich zu viel. Für unser Level zu viel. Wir haben ein paar die Skills und so, okay, aber schon echt übertrieben viel irgendwie, wie ich finde. Wir droppen immer ganz das Gleiche. Wir droppen kaum Mercenary-Sachen, die ganze Assist-Sachen und ab und zu mal irgendwie T-Bar-Sachen oder so. Und halt Wands. Oh. Oh. Black Football. Schon seit Jahren nicht mehr gesehen. So, ich habe gerade eine kleine Unterbrechung. Ich habe mal schnell einen neuen Nackel gekauft, habe gerade einen Mob gehüllt. Na, ein paar mehr Mobs. Und habe sogar noch einen Nackel gedroppt, einen 45er. Ist immer so, man kauft irgendwas und 2 Sekunden später kriegt man das, was man eigentlich gekauft hat, oder bräuchte zumindest. Deswegen 951, 1034. Warum habe ich weniger Attack Speed? Was ist das schon für ein Scam? Hä? Hä? Ergibt alles keinen Sinn. Egal, ich raff hier manche Sachen auf dem Server nicht ganz. Ich hatte gerade noch irgendwie ein bisschen mehr Attack Speed, aber. Egal. Ich habe gerade gesehen, es gibt einen. Oh, Response gut. Es gibt einen Awake Comment. Slash Awakening. Oder Awake Item. Slash Awake Item. So, mal schauen, wie gut das hier alles ist. Hallo? Awake Item. Also irgendwie ist das hier ein bisschen broken. Minimal. Okay. Aktivieren Upcut-Stone. Ich weiß nicht, wie viel das da kostet. Ich glaube nicht so viel. Ja, wobei. Wir lassen es mal lieber. Sicher ist sicher. Ich würde es nicht hier irgendwie, keine Ahnung, ultra viel für ein Upcut ausgeben. Das wäre so ein bisschen uncool. Deswegen. Wir lassen es vielleicht mal lieber. Okay, ansonsten muss ich sagen, ich dachte mir vor, ich habe einen weiblichen Wettschein gedroppt. Das war irgendwie ein männlicher. Also, wir haben auch einen männlichen gedroppt, aber ich dachte, wir hätten auch einen weiblichen gedroppt und wir hätten ihn aufgesammelt. Aber haben wir schon mal nicht. Frag mich nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht so wichtig. Hier ist wieder das Call of Awakening. Ich würde ganz gerne wecken, ganz im Ernst. Also, ich meine, warum sind hier keine Monster?
Da ist eins. 9000 Pene kriegt man noch Materialgift. Wow. Krasse Scheiße. 9k Pena für. Wow. Naja, okay. Also im Schnitt ungefähr so wie für ein halbes Mob oder so, weil man droppt irgendwie 8k Pena pro Charakter. Also. Richtig useful. Okay, man droppt irgendwie haufenweise Cancels. Aber wahrscheinlich braucht man die Awake Scroll zum Awaken. Oder so. Keine Ahnung. Zumindest ist gerade so meine Vermutung, weil irgendwie klappt es aktuell nicht wirklich. Zumindest per Comment nicht. Also wahrscheinlich klappt es halt mit Scrolls und so, aber naja, keine Ahnung. Das funktioniert nicht wirklich. 55, dann haben wir zumindest den Gravity Knuckle. Da kriegt ein Stick. Nein, okay. Vielleicht sollte man auch die Quests sammeln, wobei es eigentlich auch kaum Sinn ergibt, weil die XP kriegt man relativ viele und Pain ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Deswegen, keine Ahnung. So, 1069 Attack, 1147 Attack, 1860 Damage. Jetzt machen wir das Ding mal auf plus, keine Ahnung, 2. Dauert wieder ewig. Mal schauen, was wir jetzt in Damage machen dann. Okay, mal einiges mehr Attack auf alle Fälle. Okay, naja, gut, ein bisschen mehr zumindest. Also 100 Damage mehr. Naja, okay. 80 Damage mehr. Naja, okay. Ich war einfach zu. Ich soll mal sagen. Bisschen zu. Wie sagt man? keine Ahnung. Es ist immer so, wenn ich einmal unterbrochen werde, dann ist es generell raus. Deswegen würde ich auch sagen. Was Streulevel. Okay. Deswegen würde ich auch sagen. Oh, ein Ei. Lol. So. Deswegen würde ich sagen, zum dritten Mal. Ich glaube, wir machen Schluss hier. Bevor ich nochmal unterbrochen werde und nochmal einen Faden verliere und ich noch mehr Eier krieg. Oh Mann. Ich sollte mir angewöhnen, einfach die Folgen durchzuziehen, ohne Pausen. Ist glaube ich besser, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie unterbreche, dann werden die ganz, ganz komisch und nehmen eine ganz komische Wendung. Und deswegen, ja. Machen wir weiter beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.